A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure. But instead, adventure found me. Moments when life flashes before us, we find something that keeps us going. Something that pushes us. Was euch antreibt, wissen wir auf jeden Fall, nämlich unsere Let's Plays. Genau, denn der Summer of Darkness geht weiter. Richtig, und zwar sehr düster, wie ihr sehen. Mit Tomb Raider. Dem Reboot der ausgezeichneten Reihe, wie ihr schon hört, mit euren Lieblings-Linkshändern. Fabian. Und Nick. Genau. Wir werden jetzt in die Rolle dieses kleinen Mädchens schlüpfen. Dass ihr vielleicht schon mal, also von dem ihr schon mal gehört habt, sie nennt sich irgendwie Lara oder so ähnlich. Lara Kraft oder so? Ja, ich habe Nee, das war es nicht, oder? Nee. Gomez? Lara Kruft? Nein. Ja, irgendwie sowas. Also, komplett unbekannte Nummer? Nee, natürlich nicht. Altbekannte Tomb Raider-Persönlichkeit, die ihr schon im Intro mit sehr viel Brustshots gesehen habt. Na, da geht sie doch bestimmt. Zur Seite, wollte ich gerade sagen. Oder durch. Au. Das will ich aber nicht rausziehen, das will ich stecken lassen. Doch, du musst X drücken. Ja, okay. Summer of Darkness und so, ne? Ja. Also wie ihr seht, wir spielen mit dem Controller. Das
kann sein, dass wir, das, weil wir beide nicht so Gamepad-affin und Shooter-mäßig sind, richtig. Später auf Tastatur und Maus umstellen, wenn längere Shooter-Passagen kommen. Aber was mich jetzt erstmal interessieren würde, wo verdammt nochmal sind wir hier, dass da zigtausende Skelette rumliegen? Keine Ahnung. Kannst du dir hier irgendwas in die Kisten gucken oder so? Nee. Also, ich glaube, das kommt nach dem Tutorial. Ja. Oh, Fackel. Nimm die Fackel. Nimm die Fackel. Ja, ja. Ja, das war laut. Richtig, Lara. Aber ich bin jetzt schon sehr beeindruckt von der Grafik. Die ist super. Und vor allem ist es mal kein blank geleckter Hauptcharakter, der sich kurz mal im Dreck gewälzt hat und dann gleich schon wieder sauber ist. Ja, Kratos, ja. Ich gucke auf dich. Jetzt ist die Fackel hoffentlich aus. Ja. Ja. Sehr schön. Okay. Also mit LB können wir dann wichtige Sachen angucken. Ja, das ist ja mittlerweile bei Spielen so eine gern gesehene Hilfestellung, ne? Ja. Also ich meine, Assassin's Creed macht so. Also X ist interagieren immer, springen, bisher nichts Neues. Jetzt wird da gleich hinten was explodieren, schätze ich mal. Ja. Aber dafür, dass sie sich eben 20 cm hartes Metallteil durch den Bauch gerammt hat. Das sieht auch ziemlich flexibel, ne? Hoffentlich kracht das nicht gleich unter mir, über mir. Ja. Alter! Was muss ich drücken? Oh, okay. Da hätte er jetzt auch deinen Fuß runter sein können. Ja. Ich glaube nicht, dass er nur helfen will. Nee, bin ich auch irgendwie der Meinung, er ist nicht nett. Ja, also ihr seht schon, wir spielen das mit englischem Originalton und deutschen Untertiteln. Der wohl beste Kompromiss, wie wir uns gedacht haben. Ja. Falls die unter euch, die nicht so gut Englisch können, lesen dann einfach die Untertitel. Und die hervorragende Synchro bzw. Lokalisation sollte man auf Englisch. Ja. Ja, und das Anfangstutorial, also jetzt nochmal Springen, Intuition etc. Willenskraft. Okay, da müssen wir hin. Ja, zum Glück ist wirklich hier im See überall Wasser. Okay, ja, ganz anders sein können. Feuer meinst du? Ja, was habe ich gesagt? Wasser. Achso. Ja, hier ist überall Wasser. Zum Glück macht das das Feuer nicht aus. Und jetzt kommen da überall die Dinger. Aber dafür, dass die Frau gerade ein Schiffsunglück hinter sich hat, sind ihre Haare immer noch schön seidig. Ja. Dank L'Oreal. Ja. Dank PressFX. Also wir spielen es ja schon in Ultra, die Auflösung, und noch ein paar zusätzlichen Sachen. Genau, für dieses Spiel haben sie nämlich extra die Nvidia Physik Engine ausgebaut und die Haare komplett realistisch animiert. Also sie sollen wohl ganz natürlich fallen, ja. Ihr könnt euch das jetzt angucken, wie natürlich die aussehen. Das sieht man wirklich nicht schlecht aus, ne? Nee. Ein bisschen schnell die Bewegung vielleicht, aber... Ja, ich habe mich gerade erwischt. Also wir haben bis eben noch Fates gespielt und ich wollte gerade mit LB und RB die Perspektive ändern. Okay. Jetzt sind die da oben, aber wir wollen die ja brennend da haben. Konnte ich die vorher anzünden? Guck mal, da hinten ist auch noch. Ja, okay, du kannst es jetzt anzünden, jetzt hoch. Genau. Es ist erstaunlich, wie schnell das Zeug alles brennt, ne? Ja. Das ist halt wahrscheinlich in irgendwas. Na, na, na? Du bist runtergewischt. Und wieder hochgesprungen. Gerade noch rechtzeitig. Ja, wenn das andere Zeug anfängt zu brennen, sage ich, dass das stimmt. Ja. Weil ich mich lieber beeilen sollte. Wenn das alles so realistisch ist, dann könnten die Flutwellen... Da hinten das Feuer löschen. Genau.
Also, guck mal, da ist noch so ein Sack mit Mensch drin. Ist gerade gesehen, da. Ich weiß nicht, ob der Mensch drin ist, aber... Ja, ein Sack ist da. Wir sagen, ich sollte mich beeilen und wir gucken uns erstmal Menschen. Das ist sehr schön. Ihr wisst, wir sind die Linkshänder, wir sammeln. Also, richtig. Wir werden bei dem Spiel nicht alles sammeln und so weiter, aber... Aber schon einen großen Teil. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Und das fällt dir schnell auf. Oh, ja. Und schon... Erfahrungspunkte gesammelt. So mögen wir es. Ich weiß jetzt nicht, wie viel von dem Tutorial wirklich alles tödlich ist. Okay. Ich sollte nicht durch das ganze Spiel. Doch, doch, das geht schon. Macht dir ja nichts aus. Nee. Und das Codewort ist gescriptet. Ja. Ah gut, das ist, denke ich, auch okay für sowas. Ah, du schon wieder. Ich glaube, diesmal könnte der Stein wirklich runterfallen. Ja, du warst zu langsam. Ja, vielleicht hätte ich auch Y drücken sollen und nicht X. Das wäre auch eine Idee gewesen. Hm. Aber jetzt wissen wir, dass man auch sterben kann. Ja. Verdammt. Der Speicherpunkt zumindest schwarz her. Ja. Der sieht auch ein bisschen aus wie Tom Hanks in Castaway. Ja. Warum kommen die Wände hier auf einen zu? Ist das Indiana Jones? Ich meine, das war ja schon beim ersten Tomb Raider, das... Ja, das Tomb Raider oder Lara Croft mit Indiana Jones verschrien wurde. Ich meine, als Archäologin, ja. Bloß mit Brüsten. Ja. Gut, die Parallelen sind halt da, ne? Kann man nichts gegen machen. Das sieht ganz schön steil aus, muss ich sagen. Ja, und vor allem glitschig. Ja. Aber ist ja nicht so, als hätte sich irgendwie ein Stahlstift vorher in den Bauch gerammt. Ja, das war nur ein Streiftreffer. Ja. Und zum Glück kann sie sich die Wunde auch nicht infizieren oder so. Hält sie ja zum Glück steril, wie wir sehen. Ja, realistisch. Ich wollte es gerade sagen. Ich meine, wenn da kein Körper wäre, wäre es realistisch gewesen. Richtig. Aber da ist ein verdammt schöner Körper dazwischen, deswegen... Ein paar bleiben ja auch oben drauf liegen. Ja. Naja, Square Enix. Das nächste Mal. Ah, wir spielen Tomb Raider. Oh, hätte ich jetzt nicht erwartet. Sie hat ganz schöne Halluzinationen, ne? Ja, vielleicht ist es Miasmata bloß mal aus der Surface. In Wirklichkeit spielt ihr Lara. Oh. Ich würde sagen, guck mal noch mal ein bisschen runter. Die erste Folge ist ja gewöhnlich. Ja, ja, die können wir ruhig eine halbe Stunde machen. Diese Haare sind aber. Ja, wir können ja zwischen den Pausen mal das wieder ausschalten. Vielleicht sieht es dann besser aus. Jetzt balancieren, okay. Aber das. Also der Wasserfall sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und die Gräser und alles. Ja. Also ich muss jetzt nicht mal irgendwie links, rechts oder so, ich muss einfach nur nach vorne drücken. Okay. Ja, ich habe auch kein Problem mit. Ja. Balanceakte sind ja immer das, was... Guck mal, da eine unnatürliche Steinkante. Zum Glück mit weiß gehighlightet ist. Okay. Das sieht auch zum Klettern aus. Ja, und zum Glück dreht sich der Propeller jetzt noch, obwohl er wahrscheinlich in 3 Sekunden abfallen wird, wenn wir ihn nur schräg angucken. Ja. Oh
Also, was die jetzt schon in den ersten 10 Minuten alles überlebt hat. Da können sich andere Helden mal eine ganz große Scheibe abschneiden. Aber wir kriegen für alles EP. Das ist auch super. Ja, das ist ja noch Tutorial. Sie müssen ja noch den Levelaufstieg erklären. Genau. Und hinaufklettern mit Aberschein. Aber das ist schön, dass es... Wie unorthodox. Ja, aber das ist auch intuitiver, also... wenn ich mir so spiele wie Devil May Cry, da heißt es ja nicht unbedingt, dass die Steuerung immer intuitiv sein muss. Ja, ja. Und in der heutigen Zeit muss man das schon anpreisen. Naja, jetzt ist es aber wieder ein bisschen sauberer. Sagen wir mal, das ist wegen dem Regen. Wie die Haare hier hinabstehen, das Karma. Jetzt haben wir eine HD-Kamera. Ein Headset? Quatsch, ein Headset. Ein Walkie-Talkie, das andere. Und wasserfeste Streichhölzer. Ja. Können wir hier irgendwo noch Wasser nehmen oder so? Sich nicht? Nö, ist ja auch wichtig. Okay. Irgendwas auf der linken Seite gewesen? Kannst du dich runterfallen lassen? Musst du. Ich wollte mich eigentlich... Hochziehen? Hochziehen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das geskriptet war oder einfach nur an meiner Doofheit lag. Wir werden es nie erfahren. Genau. Und ihr auch nicht. Da ihr kein anderes Let's Play mehr sehen dürft. Oh. Das ist auch schon ein sehr interessantes Windspiel. Ja. Es scheint ja hier irgendwelche Einheimischen auf der Insel zu sein. Ja. Oder Piraten oder sowas. Genau, weiß ich das nicht. Ich meine, wir wurden ja scheinbar erst gerettet, so ein paar haben wir überlebt in den Schiffsunfall. Ja. Aber dann wurden wir von hinten niedergeschlagen und dann durch die Höhle gezerrt. Ohne dass die an der Küste was mitbekommen haben. Oder vielleicht waren die es auch. Ich weiß es nicht. Ja. Okay, vorhin lag da frisches Wasser. Und sie trinkt lieber Regenwasser, was direkt von der Kante kommt. Ist okay. Ist okay. Jeder hat seine Vorlieben. Und wir gucken alle aufs Walkie-Talkie. Ja, meine Lieben, das Walkie-Talkie ist links. Aber es ist auch schön, dass sie so ein bisschen zittert. Ja. Ey, diese Haare. Aber wenn man sowas macht, dann bitte richtig, oder? Ja. Wenn man es extra anpreist, dieses Spiel damit, ja? Genau. Mit der realistischen Haarphysik. Das sind die seidigsten Haare, die ich je gesehen habe. Hat jemand fünftes Element gesagt? Ja, da waren zwei drin, oder? Das erste ist ausgegangen, glaube ich. Ja. Also, ich möchte nochmal die hervorragenden Brandeigenschaften vom nassen Holz hervorheben. Ja. Da hat es den besten Empfang. Direkt am Boden. Ja. Here's the soon to be world famous archaeologist Lara Croft in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? Come on, tackle it! How can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? But it's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this.
The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai... No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, two PhDs, one in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. You need a PhD to Look, know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Well, look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously cons- Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Was für ein Unsinn. Der Plan hat überlebt. Ja, natürlich. Also der Unsympath hat überlebt. Der abergläubische Muskelprotz. Die Schwarze wahrscheinlich auch. Dann haben wir noch eine Frau. Die Asiatin als Freundin ist wahrscheinlich, weil sie auch die Vorfahrin ist. Ja. Von der Sonnenkönigin ist wahrscheinlich entführt worden für ein Ritual oder so. Mal gucken. Aber ich denke, das ist guter Platz für eine Pause, ne? Genau, wollte ich gerade sagen. Das erfahren wir aber erstmal in der nächsten Folge. Genau. Wenn es dann heißt, Let's Play mit Lara. So kreativ. Ja, warum nicht? Linkshändige Lara. Oh. Es wird immer besser. Ja. Auf Wiedersehen. Macht's gut, tschüss.